was wird. Jetzt schauen wir mal hier, was wird. Ich habe jetzt beide Geister, Jins nach vorne. Okay, ich bin gespannt, was er spielt. Buckel und Resladero, was ist das für eine... Also auf jeden Fall Betrohrer kickt schon mal rein gegen Resladero, das ist sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was er macht, deswegen werde ich einfach auf Attack gehen. Ich baller Erdbeben nicht, ich baller Steinhagel. Und hier mache ich auf jeden Fall einen Rückenwind. Damit wir schneller sind. Ja. Ist so ein bisschen... Es erinnert mich gerade ein bisschen an Despota und... Wolverock. Zurückgerufen, okay. Aha. Wegen dem Bedroher hat er ihn rausgeholt. Guten Morgen, Steven. Ich sollte ja aber trotzdem schneller sein und ich kann jetzt Erdbeben drücken. Ja, oder? Oh, das ist schlecht. Jeweils eine Stufe, gut. Aber ich bin jetzt schneller. Bin ich schneller? Als Sandfell, der hat auch 400. Ich hoffe, dass ich jetzt schneller bin. Ich bin doppelt so schnell, er hat nur plus 1. Ja, ich muss schneller sein. Ach, Knusperkruste. Egal, Wind, wichtig ist das Sandfell. Oh mein Gott, der kühlt Dev. Und der ist schneller. Der ist schneller als Demeteros, krass. Was macht das Hundi jetzt noch? Knuddler. Er hat Resladero, ne? Ja, Hitzewelle war dumm. Vielleicht hätte ich doch eher Polarokan machen müssen. Kommt wieder Resladero. Jetzt kann ich kein Erdbeben mehr drücken, deswegen machen wir das. Ich überlege, ob ich sogar Kehrtwende mache und rausgehe. Wohl. Eigentlich auch nicht. Wasserdüse. Obwohl, ich bin auch schneller, ne? Falls er Schutzschild drückt. Ja, Abfahrt. Ich habe doch Steinhagel gemacht, nicht Erdbeben, oder? Ich hoffe, ich habe Steinhagel gemacht. Trefferschwall, so eine krasse Attacke. Hilfe. Komm, Rückschrecker. Wir brauchen Rückschrecker. Schade. Bin gespannt, was er jetzt noch hat. Ich will das auf jeden Fall im Mogelhieb zünden. Auf das, was da bei dem kommt. Dann den Dachs rausnehmen. Ich hatte oft Probleme mit Schutzschild in der letzten VGC. Und das nimmt Trefferschwall jetzt voll raus. Oh mein Gott. Na gut, das ist natürlich chillig. Hat der nicht eine Fähigkeit, womit er nicht zurückgeschreckt werden kann? Wir werden es herausfinden. Ich weiß nämlich nicht mehr auswendig. Ja, selbst wenn er Schutzschild macht, macht er eh nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit dem Hundi Schutzschild drückt.
ist am Überlegen. Vielleicht drückt er auch kein Schutzschild, weil der Trefferschwall halt durchgeht, ne? Ah, er kann auch Terran, stimmt. Bitte kein Geist, das ist ja Asi. Geist wäre krass. Fluch, okay. Wieso Fluch? Gut. Mogelhieb. What? What? Der hat das überlebt? Der hat das überlebt? Wie viel Death hat das Ding? Der darf auf gar keinen Fall nochmal einen Yola machen. Dass der die Wasserdüse überlebt hat, das ist ja crazy. Moin, Dope. Okay, der hätte seinen Dackel eh selber geopfert, aber das macht auch gar keinen Schaden. Also Grasfeld ist auch richtig gut, was Erdbebengegner angeht. Der hat einen Walschal. Dope, danke für dein Prime. Vielen, 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 vielen Dank. Danke, mein Bester. Bam. Ja, chillig. Chillig, chillig, chillig. Er hat auch ein komisches Team, das war bestimmt ein random Team. Krass, er bringt nicht mal Rückenwind raus. Okay. Ich bringe aber Rückenwind raus. Okay. Nächsten Sonntag ist er erst wieder Flohmarkt, heute alles entspannt. Nachmittags zur Oma. Okay. Nachmittags Pflichtbesuch. Okay. Giftet? Schade. Ich mache irgendwie so bis mittags, nachmittags. Und dann muss ich das... Ich wusste, dass er Zauberschein bringt. Und danach muss ich... das Platin-Video... schneiden. Und Halsklauen, die zünden richtig rein. Polarorkan, let's go! Flatterer schon mal weg. Und jetzt bin ich gespannt, was Lavados macht. Was kann denn das, das Lavados? Wutausbruch, schreibt. Was ist das? TP, KP, das rede ich dann Orkan, okay. Okay, sehr effektiv. Wutausbruch hat er. Das heißt, sein Angriff steigt, wenn sein Partner stirbt, oder wie? Ich bring mal Demeteros wegen Bedroher. Weiß ja nicht, was er bringt. Wieso bringe ich denn meinen zuerst? So, das ist egal. Ah, Bedroher ist perfekt. Sehr schön. Verteidigung sinkt, macht mir aber nichts. Ich gehe auf... 80, ich gehe auf jeden Fall auf Hitzewelle. Und Steinhagel. Der Tiger kann, glaube ich, auch eine Erstschlagattacke, aber... Ich bin schneller. Moltres verfehlt, na klar. Oh!
Och, ich liebe die beiden. Das sind die beiden geilsten Djinns. Gibt's zwar nur drei. Man merkt auf jeden Fall, dass nicht mehr Early Season ist. Die Gegner sind nicht mehr ultra, ultra krass. Solange nicht auf Flug geht, ist alles gut. Wasser. Macht der Trefferschwall oder Wasserdüse? Trefferschwall ist er langsamer. Wasserdüse wird nicht killen, glaube ich. Okay, er macht Trefferschwall. Das wirst du, da wirst du, glaube ich, nicht mehr zu kommen. Oh. Ciao, ciao. Easy. Easy, easy, easy. Wieso können die Kämpfe nicht einfach immer so sein? Wer bringt das? Dann wird er bestimmt Schutzschild machen mit Osaluna und mit Cresselia wird es auch machen. Das heißt, ich muss full Fokus auf Cresselia gehen. Deswegen mache ich erst Mogelhieb und Verhöhner, weil ich weiß nicht, was er für ein Item hat. Wenn er Mentalkraut hat, ist Verhöhner. Ansonsten Mogelhieb. Und Ursula wird eh Schutzschild drücken. Der macht gar nichts in der ersten Runde. Und Grasfeld schützt mich auch vor Erdbeben. Naja, ist auch nicht klar. So. Hast du Mentalkraut? Wenn er kein Mentalkraut hat, so oder so gut. Zurückgeschreckt und kann nicht handeln und Verhöhner zündet. Was hat er denn dann drauf? Die Schutzbrille? Ich komme auf jeden Fall erstmal einen Abschlag. Und mein Rückenwind. Also kein Metallkraut, kann er jetzt drei Runden kein Zauber drücken. War eigentlich dumm, dass ich jetzt nochmal auf Cresselia mit Abschlag gehe, aber egal. Erdbeben macht eh nichts. Erstmal trifft das auch Boreos nicht. Er nimmt ihn sogar zurück wegen Verhöhner. Heatran. Egal, Abschlag macht auch das Item weg, das ist so oder so gut. Und er wird jetzt kein Erdbeben zünden, weil sonst Heat Rent dood. Also macht er Fassade auf Gordrum. Oder Boreos. Normal. Normal, okay. Kommt gleich ein Kampf-Pokémon, ist er weg. Oder Wula einfach. Ich hoffe, er geht auf Boreos. Gordrum wäre zu wichtig noch. Was hat er? Offensiv ist er gut. Ich glaube auf Gordrum. Auf Boreos, oh, ist ja dumm. Das war kein guter Play. Das war kein guter Play, mein Jutster. Mir ist kackegal, ob du jetzt Schutzschild machst, mein Bester. Was macht dein Heatran? Er wird wahrscheinlich Feuer machen. Stahl und Feuer ist Wula, ganz egal. Deswegen kann ich auch direkt so machen. Und Ursaluna ist weg. Alles, auch wenn er tauscht, alles was da kommt, ist weg. Ja, egal. Alles was da kommt, ist weg. Cresselia. Egal. Ich habe sogar Kehrtwende drauf. Das ist effektiv gegen Cresselia. Bin trotzdem gespannt, wie viel das abzieht. Cresselia hat schon viel Death. Okay. Könnte sein, dass Kehrt, wenn er dann killt. Moin, Billy. Sehr gut. Kehrtwende killst du? Sehr schön. Schön. Er kriegt auf jeden Fall kein Bizarro-Horn raus. Das heißt, ich werde die ganze Zeit schneller sein. Das ist sehr gut. Auch ohne Rückenwind gleich.
Sneebos rein, weil falls er irgendwie Hitzewelle oder so macht, habe ich einen Gurt drauf. Das killt Sneebos nicht mal. Und ich habe einen Mogelhieb draußen. Mogel, Mogel. Also Hitzewelle hat gerade nicht gekillt. Da mache ich so. Und Trepperschwall hole ich ihn raus. Mogelhieb auf Wula. Weg mit dem. Wie geht's? Ganz gut, Belio, bei dir. So, du machst erstmal gar nichts. Er kann auch nicht mehr terran, den Wula. Guck, wie das abzieht. Ja, natürlich, Hiefen ist weg. Dann kommt Ursa Luna rein, der kriegt auch einen Trefferschwall ab. Und nächste Runde dann Sneebos irgendwas auf Wula. Clown. Ich mach Schutzschild. Ja, und wenn du Schutzschild machst, ist mir kackegal. Ciao, ciao. Ist Rückenwind eigentlich immer noch aktiver? Was für ein Deck denn, Billy? Ein Structure Deck oder dir selber einen zusammengekauft? Moin, moin, Skunk. Er macht auch Schutzschild. Er will so auf Erdbeben gehen, der Arme. Finsterwort. Ui, das klingt spannend. Oh, 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 Trefferschwall killt nicht. Aber wenn er Erdbeben zündet, ist das dumm, weil macht bei Grasfeld weniger Schaden. Vielleicht weiß er das nicht. Hallo, es ist Grasfeld draußen, das macht weniger Schaden. Mann, der muss nochmal in die Pokémon-Schule. Jetzt bin ich gespannt, das macht so wenig Schaden, pass auf. Mann! Da musst du besser aufpassen. Hat eins der schönsten Artworks, okay. So, machen wir hier jetzt mal den Durchbruch. Ich weiß gar nicht, wie schnell ist eigentlich Sneebos. Kann ich nicht sehen. Also er wird auf jeden Fall kein Schutzschild zünden. Aber er vielleicht. Deswegen muss ich da vielleicht mit Trefferschwall drauf gehen. Boah, ich mache hier ein Schutzschild. Ja, mach ein Schutzschild. Mann, wieso bin ich so scheiße? Ist doch klar, Schutzschild geht bei Wula nicht. Das war so dumm. Das war echt nicht gut. Das war echt gar nicht gut gespielt. Das war ganz, ganz schlecht gespielt. Scheiße, war das schlecht gespielt. Das war ganz schlecht. Alles wäre besser gewesen als das Schutzschild. Oh mein Gott, war der schlecht.
Volltreffer, ja, ja. Holz, sag mal, wie viel Genauigkeit? 100. Ja, das ist weg. Tschö. Knappes Ding, knappes Ding. Hätte er zweimal Nahkampf gemacht, hätte er gewonnen. Oh, warte, ich kill mich selber. Ist das ein Unentschieden? Das ist ein Unentschieden, oder? Oder zählt das als Win? Du besiegst Winter. Okay, ich besiege ihn einfach, okay. Es zählt also nur, wer zuerst stirbt.